Herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Persona 5. Ich bin Simon Simafix. Wir sind immer noch dabei, das Herz von der guten Sei zu stehlen. Beim letzten Mal wurde aber unser Herz gestohlen. Der war richtig schlechter Spruch. Aber so ist es nun mal. Wir haben beim letzten Mal den S-Link mit der guten Makoto abgeschlossen. Wir haben es geschafft, dass sie hier von ihrem Host, von ihrem hier Verlobten, abspringt, der ein kompletter Duschback, wie man so schön sagt, ein Betrüger ihm war. Und ja, wir haben Makoto geholfen, dass sie sich entschließt, das zu machen, was sie sich ja schon lange vorgenommen hat, Polizistin zu werden und für die Gerechtigkeit zu kämpfen. Auch wenn sie jetzt aktuell noch nicht Polizistin ist, sondern eigentlich das genaue Gegenteil, kämpfen wir auch weiter für die Gerechtigkeit und bald werden wir Seis Herz stehlen. Doch, erstmal würde ich sagen, rufen wir mal die gute Kawakami an und schauen wir mal, was für einen tollen Service sie uns heute bietet. Thank you so much! Hey! Master! Sorry. All right. So... Only 1 week remaining. Yeah, that's how much time we got to nab the treasure. That's that, but it's also how much longer we will get to stay as the Phantom Thieves. Yeah. Now that you mention that,
It is quite an odd feeling. I've been trying to avoid thinking about that until the time actually comes. Do you remember, Maxie? Let's just do our best. That's not really an answer to my question, but it's good motivation. Well, I guess all we can do now is to do this shit like we always do. Yeah, for Makoto's sister. Thank you, everyone. So sieht's aus, Mann. Für Makoto, für meine geliebte Makoto. Ich wollte schon auf der Bühne laut schreien, wisst ihr noch, bei dem Schulfestival, dass wir Makoto lieben. So, ja, die Calling Card können wir schicken. Der Gaming Mark Football kann man nicht machen. Yusuke, oh, es ist wieder Zeit, Leute zu beobachten. Bin ich voll dabei, Mann. Bin ich sowas von dabei. Trau dich, also, bei der Frau Kawakami. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe es nicht gewusst. Ah, oh, Durchschnittslevel 56. Was? Letztes Mal war der Durchschnittslevel noch 50. Ich habe einmal gedacht, ich bin überlevelt und jetzt bin ich schon wieder unterlevelt. Das ist doch ein Scheißspiel, Mann. Das sind die, alle die Leute, die hier im zweiten Durchlauf des Spiels spielen, Mann, dann voll überlevelt sind. Gehör ich ja leider nicht dazu. Das ist mies, Mann. Ich hoffe, jetzt ein paar Pommes, Mann, dann geht's mir besser. Komm, kauf mal. Hau her, Mann. Kauf ich. Oh. Hilft unseren Charme zu verbessern. Hey, ich bin charmant genug, das brauche ich nicht. Das ärgert mich jetzt schon ein bisschen. So, können wir ein paar Selfies machen? Machen wir auch nicht. Das ärgert mich so verdammt. Ey, es ist doch so mies, Mann. Naja, egal. Gut, reden wir jetzt erstmal mit Yosuke und schauen wieder ein paar lustige Leute an. Oh, ich krieg ja noch mein Megiddo. Dankeschön. Sagen wir dir gleich, dass du eine neue Karte machen kannst. Wir haben im letzten Dungeon so viele Karten bekommen, Mann. Achso, okay, wir haben keine Blank-Karten mehr. Naja, ist wurscht. Let us be off. What are your thoughts? But could this be? Yes. Alright.
Oh. See you later. Ah, you're back. Well then. Home Shopping Kanal ist wieder angesagt heute. So, tja, ja, wir werden heute wieder mit der guten Chiarin. Kauf mal, ja, muss ich gar nicht schauen. Was kostet das? 100.000 Yen, 20k noch Mysteries Jew. Oh, das ist ein SP-Team, oder? Habe ich das gerade richtig gesehen? Das wäre ja optimal. Naja, Leute. Es ist natürlich ein bisschen traurig, Mann. Dass Yosuke immer noch so, ja, hier versucht wird, von ihm fertig gemacht zu werden. Aber es ist auch schön zu sehen, wie er einfach weiterschaut und versucht weiter in die Zukunft zu schauen und sich halt nicht unterkriegen lässt, Mann. Und an dem Wettbewerb, er wird schon gewinnen, Mann. Ich hoffe es. Ich freue ihn zumindest an. Thank you. Wir hatten keine Bücher mehr zum Lesen. Ja, 4 Tage, das machen wir. Aber jetzt werde ich erstmal dahin reisen, weil wir haben keine Bücher mehr. Das ist doch Schmon. Kaufe jetzt erstmal wieder welche. So, kauf mal. What would you like? Master of Swords. Gut. Kauf mal. Gut, das war's schon wieder. Ich würde gerne was mit Haru Yusuke. Leute, es läuft alles so geil, Mann. Jetzt haben wir in den letzten Part den Essling von Yusuke. Mishima. Makoto. Alle aufs Maximum gebracht, Takemi und jetzt auch noch Yusuke, Mann, meine... Ah, ich bin so glücklich, Mann, so. Ja, Leute, heute ist es der finale Zeitpunkt gekommen, hier mit Yusuke Menschen anzuschauen. Und es ist auch dafür zu sorgen, dass er gefakt hier zu dem Künstler wird, von dem wir alle wissen, dass er der ist. Let us be off. I still have much to learn, but
I finally painted something that I can be satisfied with. Yes, this is the true heart of humanity. The title is Desire and Hope. What do you think? Well, I added aspects that were previously lacking. This light is all of you. The title lists hope, but in my mind, it's a much more concrete thing. I can't believe I didn't realize that until now. You. It's a good painting. Huh? It's not trying to be eccentric for the sake of being eccentric, like the last time. To think the same painting can change this much. So this is the answer you've come up with. It is. Desire and hope, I see. Beauty and ugliness. Humans are creatures that possess both. It seems you understand that. What are you playing at? I apologize. Although my intent was to encourage you, it was rather crude. Still, I believe that this ploy needed to be done in order to ignite your competitive spirit. But why would you do that? What's your objective? I wanted to do something for you as another person who is free from Madarame's chains. That's all. Huh? Madarame held a grudge against me for supposedly stealing his customers from him. To start, I couldn't get anyone to rent me space for exhibits. He caused me no end of hardship. So that's why. Yes, the heart of man is painted with desire, even if it's coated entirely in black at times. However, it seems you have the strength to not look away from it, and chose to stand up against it. If only he had your strength. Madarame and I go back a long way. First as classmates, then as teachers at the same art school. He used to have a noble spirit. Said he wanted to aim for the top of the art world one day. Huh? But in the end, even the art world has its share of politics. Those who are cunning win. Our hearts were stained black in that manner. But the human heart is a strange thing. It can't completely separate black from white. I was shocked when I heard that he took you in. He never liked children, you see. Oh? This happened just before we cut all ties from each other. But I got a call from him. He was panicking that nearby clinics were closed and that his kid had a fever. Sensei. Yeah. I don't want any more losers like me, or misguided winners like him being born from this world. That's why I started this foundation. So how about it? Would you like our support? Without the overbearing marketing production, of course. It's a truly kind offer. Thank you for your generosity. However, I must respectfully decline. Huh. What makes you say that? I am not Madarame. I won't be stained by desire. After all, I can see hope. If I am lost, they will extend their hands. If I am wrong, they will chastise me. As long as I have my rays of hope to guide me, I will be fine. Ha! Madarame really did have a good eye. What a strange man. For declining his offer? It is a tad wasteful of me to decline. Still, I believe it's for the best. I feel contradictory, but
That's the human heart, correct? Interesting. That's exactly what I should be painting. It must have been troublesome dealing with me. But for some reason, I knew that you wouldn't abandon me until everything was said and done. Thank you, my friend. I am thou. Thou art I. Thou hast turned a vow into a blood oath. Thy bond shall become the wings of rebellion and break the yoke of thy heart. Thou hast awakened the ultimate secret of the Emperor, granting thee infinite power. All right. Persona within thee has awakened to a new power. All right. Now that I'm out of my slump, I need to make up for the time I wasn't able to paint. I reiterate my promise to you. I'll extend my assistance to you, should you ever stumble. Now then, shall we go? In order for me to learn more about the heart, we need to work hard on our thief business. Ach, das freut mich doch, Mann. Yusuke, aber es ist genauso, wie ich es eigentlich eben gesagt habe. Du bist merkwürdiger als alle anderen zusammen. So, was machen wir denn? Ich würde sagen, Tempest lässt du mal weg, weil wir haben ja Deadly Fury, was ich... Damage to One for. Heavy Damage. Was habe ich jetzt zweimal? Heatwave. To All Force. Nee, es passt schon so. Ach Leute, das freut mich. Er ist echt einzigartig, Mann. Yusuke, Mann. Es ist cool, Mann. Und seine Personen sind ziemlich badass, Mann. Wir können Odin fusionieren. Immer mal ein Persona, den ich kenne. Ich kann von den maximalen Stufen kann ich Elise. Das ist so ein kleines, böses Mädchen, was so einen ultimativen, krassen Skill kann. Oh, mein Paket, jetzt bin ich... Mr. Suit, dann muss ich... Komm. Muss ich unbedingt anschauen. Hi? Wo ist mein Mr. Suit? Es ist ASP-Team. Komm, sag, dass es ASP-Team ist, Mann. Bitte. Da hier, Mr. Suit. Oh, no ingredients, letztes Resource. 30 SP to 1 Ally Raws. All the, oh, es ist... Das ist natürlich eigentlich gar nicht mal so gut. Aber nur gut, yo. Ah, oh ja. Können wir machen. Aber davor will ich erstmal in die jungen. Erstmal in den Velvet Room gehen. Weil im Velvet Room will ich jetzt mal schauen, ob wir. Also, die können wir wahrscheinlich alle nicht fusionieren. Alice wäre natürlich badass. Also, wenn, ich weiß, das ist so ein ganz kleines Mädchen. Im Alice im Wunderland, klar. Aber die so badass. So irgend so ein badass Skill hat, man. Die haben, das haben wir bei Takemi haben wir das bekommen. Müssen wir glatt mal schauen. So, bei Personas. Advanced Fusion. Flauros, langweilig. Langweilig. Box, der sieht hübsch aus, gell? Den könnte man wahrscheinlich sogar fusionieren. Pixie haben wir nämlich, Piska haben wir. Hariti weiß ich nicht. Okay, Wasserkui. Mamo, Medium Damage to Bless into All Force. Das ist geil. Brainjack. Okay, und Triple. Dann, das ist cool, muss ich sagen. Black Frost. Den will ich haben. Mamo, für dein One-Shot-Kill. Surf, Alter. 67, Mann. Tiu. Es ist ein Badass, Mann. Surf, Alter. Also sehr starken Psychoschaden. Geil. Repel für... physische Skills und Kolosse. Das kenne ich ja nicht mehr. Level 86 werden wir uns holen, Mann.
What path do you want? Ist aber schade. Ich würde sie ja nur gerne anschauen. Übrigens, Siegfried. Den will ich haben, Mann. Siegfried, der Drachentöter aus der Nibelungensage. Ist das nämlich. Und wer ihn vielleicht kennt, der gute Charakter aus Fate Extella. So, das heißt, wir brauchen Toph nicht mehr. Auf Wiedersehen, Toph. This is going to be exhilarating. Hier kommt übrigens eine Devise aus Persona 5. Tut euch nicht mit euren Personas irgendwie personalifizieren. Also versucht keine Beziehung mit denen aufzubauen, weil ihr tötet sie irgendwann mal auf grausame Art und Weise. So, ja, Hierophant. Geil. Aber er kann? Medium Blaster mit Show All Force. Das ist nicht schlecht. Und dann kann er irgendwann mal zusammen sein. Das ist eigentlich gar kein schlechter Persona, den wir hier bekommen haben. Ansonsten. Ja, wir können nichts Stärkeres fusionieren. Ich habe zwar hier Bafomo zum Beispiel, der eigentlich ganz cool aussieht mit starken Feuerattacken. Yamato Orochi, den ich unbedingt haben will, den haben wir aktuell nicht mehr. Aber es bringt mir alles nichts, kann ich ja alles nicht fusionieren. Genau. Skadi könnte ich fusionieren, aber die brauche ich auch nicht. Okay, Leute, dann würde ich sagen, beenden wir jetzt erstmal an dieser Stelle den Part, verlassen den Velvet Room und ich würde sagen, beim nächsten Mal geht es dann weiter. Wir werden dann mit Oya reden und vielleicht wird es dann schon soweit sein und wir werden in der weitermachen hier mit Safe Dungeon. Ich denke, ja, könnte hinlaufen. Genau. Mich freut, dass wir alle wichtigen S-Links im Endeffekt jetzt abgeschlossen haben. Schauen wir nur noch mal kurz. Wie gesagt, die gehen ja eh automatisch nach oben. Makoto haben wir beendet. Yusuke haben wir beendet. Sushiro werden wir leider nicht machen. Anne haben wir beendet. Also jetzt sehen wir noch mal durch, welche wir alle haben. Die beiden zähle ich auch, weil die gehen automatisch. Den haben wir. Yusuke haben wir. Anne haben wir. Yuji haben wir. Goro, also Akechi geht automatisch. Goro. Grüße ich gerne, haben wir eigentlich. Takemi haben wir. Mishima haben wir. Und ich glaube, der Judge Link geht auch automatisch, wenn ich nämlich ganz irre. Das heißt, also entweder Oya oder Sayaka will ich auch noch so auf Maximum bringen. Schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. Ja, und ansonsten schauen wir einfach mal, oder? Ich bin eigentlich gerade gut drauf, Mann. Das läuft eigentlich alles sehr gut. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal geht's ja weiter mit Persona 5. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.